Ich bin sehr bewegt anlässlich Ihrer heutigen Veranstaltung. Zunächst mein Glückwunsch an Arthur und an Marcel Wojtała und an die anderen, die gewählt worden sind. Ich freue mich besonders, dass die Judinger AfD auch mal ein junger Verein werden, wo junge Leute den Ton angeben, in einem Land, wo die jüdische Jugend eigentlich im Schwinden ist. Ich habe vor 3 Tagen im Bundestag die deprimierenden Statistiken der Entwicklung der jüdischen Gemeinden in Deutschland und in Europa überhaupt vorgetragen. In Deutschland leben noch 10.000 jüdische Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren. Deutschland hatte einen großen Influx von 200.000 russischen Juden, das wissen Sie, zwischen 1995 und 2005. Dennoch ist die Demografie in Deutschland deprimierend. 40% aller deutschen Juden sind über 60 Jahre alt. Also man kann sich ausrechnen, wie in 2 oder 3 Jahrzehnten die Lage sein wird. Ich bin nicht so pessimistisch wie der Präsident des European Jewish Congress, Moshe Kantor, der in Jerusalem erklärt hat, wenn die demografische Entwicklung der Juden in Europa so weitergeht wie bisher, wird es im Jahre 2050 keine Juden mehr in Europa geben. Ich glaube das nicht. Ihre Veranstaltung heute ist ein Beweis dafür, dass es noch junge Juden in Europa gibt. Ich freue mich besonders, dass Sie sich entschlossen haben, die Öffentlichkeit zu gehen, die Politik. Das ist, was mich am meisten erstaunt an der Situation heute in Deutschland, dass Juden so schweigsam geworden sind, dass sie so still sind, dass sie sich in ihren Gemeinden verbarrikadieren, dass sie dort ein von der Bundesregierung reglementiertes und beaufsichtigtes Schattendasein führen. Wenn man sich erinnert, bevor die Nazis kamen, haben die Juden mal in der deutschen Öffentlichkeit weitgehend den Ton angegeben, auf vielen Gebieten. Die Juden waren die Pioniere der Moderne in Deutschland. Sie haben in allen Wissenschaften, in der Öffentlichkeit und so weiter führende Positionen gehalten, bis man sie mit Gewalt vertrieben hat. Heute ist es wirklich erschütternd zu sehen, wie eingeschüchtert und still die Juden in Deutschland wirken. Deshalb begrüße ich solche Initiativen wie die Juden der AfD. Ja, ich spreche Plural, aber eigentlich ist hier nur der Singular angemessen, denn es gibt gar nichts Vergleichbares. Ich wüsste jetzt in keiner anderen deutschen Partei eine solche Gruppe von vor allem jungen Juden, die sich bemerkbar macht. Das ist eine schon Alleinstellungsmerkmal für Ihre Partei. Halten Sie daran fest, das ist etwas ganz Besonderes, was Sie hier auf die Beine gestellt haben, dass Sie tatsächlich eine vitale Gruppe von Juden haben, die sich einsetzen für die Zukunft der Juden in Deutschland. Und es über diese Partei tun, die mehrmals bewiesen hat, auch im Verhalten gegenüber Israel, dass es offenbar von einigen Entgleisungen abgesehen in ihrem Verhältnis mit den Juden ernst nimmt. Also ich wünsche mir in dem Sinne ein vitales, lautes, weithin vernehmbares Judentum in Deutschland. Und ich denke, die Juden der AfD sind ein erster Schritt dahin. Ich finde es sehr verdienstvoll, dass Sie sich hier um die Zukunft der Juden ernsthaft Gedanken machen und nicht nur das, sondern dass Sie zur Tat schreiten und aktiv dagegen wirken wollen, dass diese deprimierende Prognose von Moshe Kantor womöglich eines Tages wahr wird. Wir wollen aber heute eigentlich über Israel sprechen.
Israel spielt natürlich auch für die deutschen Juden eine große Rolle, auch wenn sie es oft nicht sagen und oft sogar dazu neigen, Abstand zu nehmen und zu sagen, wir haben damit nichts zu tun, was in Israel geschieht. Die Wahrheit ist aber, dass Israel gerade für die europäischen Juden im Augenblick eine Zuflucht ist. In den letzten 20 Jahren seit dem Jahr 2000, sind allein aus Frankreich 52.000 Juden nach Israel ausgewandert. In Frankreich ist die Situation noch gefährlicher für die Juden als in Deutschland. Die Zahl der französischen Juden hat sich von 530.000 noch vor 20 Jahren auf 440.000 verringert. Also das ist ein Verlust von 90.000. Rechnen Sie aus, wie viel Prozent das sind. Das ist ein großer Teil. Neben Israel emigrieren sie auch nach Kanada in großer Zahl. Also Frankreich führt uns bereits vor Augen, wie der Exodus aussehen könnte, wie plötzlich ein Land, das eine sehr große jüdische Population hat, langsam vor unseren Augen zusammenschrumpft, Gemeinden geschlossen werden müssen und so weiter. Auch das steht in Deutschland auf der Tagesordnung, ja, dass kleinere jüdische Gemeinden geschlossen werden. Die Demografie ist auch in Deutschland deprimierend genug. In manchen Gemeinden Mitgliederschwund bis zu 20% in den letzten Jahren. Also von daher ist Israel natürlich eine sehr wichtige Größe im Leben der deutschen Juden und sollte auch für ihre Partei, wie ich aber den Reden entnehme, renne ich auch mit Türen ein, sollte also für ihre Partei eine Größe sein, zu der sie halten. Bleiben sie vielleicht die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die vorbehaltlos pro-israelisch ist. Ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen, ohne Erklärungen, welche Fehler Israel macht, das können Sie oft aus Ihrer Perspektive in Deutschland, ich sage es mal jetzt auch nicht beurteilen. Die Uninformiertheit und Desinformiertheit großer Teil der deutschen Bevölkerung ist erschreckend, was Israel betrifft. Ich bin jetzt wieder im Land unterwegs und ich werde konfrontiert mit großer Unkenntnis. Deshalb habe ich gedacht, dass ich heute nicht die ganze Zeit monologisiere, obwohl das verlockend ist, weil ich dann diese schreckliche Maske absetzen kann die ganze Zeit, sondern ich die Gelegenheit gebe, mir Fragen zu stellen. Niemand von Ihnen außer Marcel, von dem ich es weiß, der israelischer Staatsbürger ist, war im letzten Jahr, in den letzten, sagen wir mal, 15 Monaten in Israel. Dort sind entscheidende Dinge vorgefallen. Dort haben geopolitisch gesehen sehr, sehr wichtige Ereignisse ihren Lauf genommen. Und Sie haben das natürlich aus den deutschen Medien nicht erfahren und wenn, dann in einer entstellten und desinformierenden Weise. Jetzt haben Sie Gelegenheit, mir Fragen zu stellen, wenn ich schon einmal hier bin, mich zu fragen nach dem, was ich mit eigenen Augen gesehen habe, was ich erlebt habe, was ich weiß, wie die Situation im vergangenen Jahr in Israel war. Die große geopolitische Situation habe ich kürzlich in einem Artikel, in einem Essay in der Zeitschrift Cato umrissen, wo ich ungefähr 6 oder 7 Seiten Platz hatte. Bei Printmedien ist man ja immer beschränkt, um in etwa zu skizzieren, was eigentlich im Nahen Osten in den letzten Jahren sich ereignet hat und wie sich die Fronten verschoben haben. Vieles haben Sie vielleicht doch aus der Entfernung so nebelhaft wahrnehmen können, dass es eine Annäherung zwischen den reichen arabischen Golfemiraten, auch Saudi-Arabien, also den sunnitischen arabischen Staaten und Israel gekommen ist, dass es zugleich zu einer starken Verschlechterung der Beziehungen zwischen den sunnitisch-arabischen Staaten und dem Iran gekommen ist, dass der Iran heute nicht nur gegen Israel Krieg führt, sondern auch gegen die sunnitisch-arabischen Staaten.
Das ist teilweise zurückzuführen auf das uralte Schisma zwischen Schiiten und Sunniten, das im Islam eine große Rolle spielt und theologisch gesehen unheilbar ist. Wir werden also von daher auch nie Ruhe in der Region haben, weil die aber eine Versöhnung zwischen Schiiten und Sunniten undenkbar ist aufgrund der verschiedenen Koranauslegungen. Der Koran ist nicht wie die hebräische Bibel mit Vokalisierungszeichen versehen worden, sodass bis heute die verschiedenen Koranauslegungen Tafsir ist das arabische Wort frei beliebig vorgenommen werden können. Und Schiiten und Sunniten sozusagen zwei verschiedene Koranversionen haben. Und da ist keine Einigung möglich. Das ist also die tiefere und historische Begründung für diesen Konflikt. Für die heutige Zeit gibt es noch andere Gründe, warum es zu einer solchen Entzweiung, zu einem solchen Hass zwischen dem schiitischen Iran und dem sunnitischen Golfstaat, Saudi-Arabien, aber auch Ägypten, also der eigentlichen überwiegenden Mehrheit der Muslime im Nahen Osten gekommen ist. 80% der Muslime sind Sunniten, nur etwa 18% Schiiten und dann gibt es noch eine ganze große Menge von Splittergruppen, also es gibt noch weitere, mindestens ein Dutzend verschiedene islamische Richtungen, die sich untereinander teilweise nicht als Muslime anerkennen, wie sich ja auch, wie ja beispielsweise auch in Saudi-Arabien, wo eine sehr strikte und ihrerseits wieder fundamentalistisch sunnitische religiöse Schule herrscht, die Wahhabiten, die nun ihrerseits die Schiiten gar nicht als Muslime anerkennen. Also das ist ungefähr die Situation unter den verschiedenen muslimischen Gruppen, die wir im Nahen Osten haben. Ein völlig anderes Bild als das, was lange in den Medien vermittelt wurde, heute noch in den deutschen Medien, die so ziemlich die letzten sind, die sich neu orientieren können, die immer an alten Bildern festhalten, von einer Gegenüberstellung zwischen Israel und einer muslimischen Umgebung. So etwas gibt es nicht. Inzwischen ist der Islam im Nahen Osten so fragmentiert und so zerrüttet in sich, dass wir ohnehin dort ständig Kriege zu bewältigen haben zwischen den verschiedenen muslimischen Richtungen. Israel muss nun sehen, wie es in diesem Chaos, das auch für die nächsten Jahrzehnte vorgezeichnet ist, seinen Weg findet und mit verschiedenen Bündnissen eben seine Zukunft dort im Nahen Osten möglich macht. Das Entscheidende an der jetzigen Situation ist die enorme und zurzeit uneinholbare technologische Überlegenheit der israelischen und amerikanischen Rüstung gegenüber allem, was die andere Seite zu bieten hat. Vor allem die Lufthoheit. Und diese Situation hat Israel während der Corona-Zeit ausgenutzt, um einige Tatsachen im Nahen Osten zu schaffen und einige Bedrohungen auszuschalten. Die amerikanischen F-35-Jäger, die dann noch zusätzlich mit israelischem Hightech ausgerüstet werden, schon bei Lockheed in den Vereinigten Staaten, arbeitet man zusammen. Sie heißen dann der israelischen Luftwaffe Adir. Diese Flugzeuge gibt es zurzeit nirgendwo auf der Welt eine wirksame Luftabwehr. Und deswegen hat neulich der Chef der israelischen Luftwaffe in einem Fernsehinterview, sei es nun als gezielte Indiskretion oder sei es als Versprecher, offen erklärt, dass die israelische Luftwaffe den gesamten Nahen und Mittleren Osten kontrolliert. Und das ist tatsächlich so, diese Flugzeuge werden von der Luftabwehr der meisten Länder nicht einmal wahrgenommen, geschweige denn wirksam bekämpft. Es gab eine Hoffnung mit dem russischen Raketensystem S-400. Die Türkei hat sich damit bekauft, Erdogan hat sich damit bekauft, er hat dieses Abwehrsystem gekauft und sich damit mit den Amerikanern überworfen, die ihm Gott sei Dank aus der unter Obama geplanten
Kauf von F-35-Jägern ausgeschlossen haben inzwischen, sodass die türkische Luftwaffe in der Region keine Rolle mehr spielt, mit veralteten Maschinen und zudem noch wie in der Stalinzeit durch Säuberungen des Offizierskorps nach dem damaligen angeblichen Putschversuch durch Erdogan weiter geschwächt ist. Also die Türkei spielt keine große Rolle mehr. Um diese F-35er gibt es natürlich einen großen Wettkampf. Die Vereinigten Emirate versuchen auch, diese Flugzeuge zu bekommen. Das ist nun fürs Erste blockiert. Die Dinge sind sehr kompliziert. Also das ist wahrscheinlich eine gute Sache der beiden Administrationen, dass sie dieses, was unter Trump beschlossen wurde, wahrscheinlich nicht ausführen wird. Mir ist auch wohler bei dem Gefühl, wenn die F-35 im Nahen Osten nur von Israel und den Vereinigten Staaten benutzt werden. Es gibt außerdem 50, die Israel hat noch weitere 50 amerikanische stationiert in Djibouti, einem kleinen Königreich am Roten Meer, das sich sozusagen vermietet an die Amerikaner als Luftwaffenstützpunkt. Mit diesen 100 F-35-Jägern ist Israel und sind Israel die Vereinigten Staaten jeder Gefahr im Nahen Osten gewachsen und können auch jeden Gegner ausschalten. Man hat nun die Zeit des Corona-Lockdowns und so weiter benutzt, um da ja der Besuch von ausländischen Friedensfreunden und so weiter durch Einreisestopp unmöglich war, vieles zu tun, was man sonst vielleicht nicht so hätte tun können. Während der letzten 2 Jahre bereits hat ein Luftkrieg in Syrien stattgefunden. Nun muss man dazu sagen, dass der völkerrechtlich vollkommen unbedenklich ist, denn anders als Ägypten und Jordanien hat es Assad nie für nötig befunden, mit Israel Frieden zu schließen, sodass Israel und Syrien ohnehin seit 1948 im Kriegszustand befinden und die israelische Luftwaffe also mit Fug und Recht Hunderte von Luftangriffen auf syrisches Territorium führen konnte, um die dort bereits eingedrungenen Revolutionsgarden des Iran an weiterem Vormarsch Richtung Mittelmeer zu hindern. Das war eigentlich die Hauptaufgabe. Die zweite bestand darin, das iranische Atomprogramm möglichst zu stoppen, indem man die Anlagen zerstört hat, die dafür nötig sind. Durch eine rätselhafte Explosion wurden beispielsweise die Zentrifugen in Natanz zerstört, in der Anreicherungsanlage. Daraufhin hat vor etwa 4 Wochen die iranische Regierung erklärt, sie hätte neue Zentrifugen dort installiert. Und in der gleichen Nacht ist schon durch einen rätselhaften Blackout der Stromanlage sind auch diese Zentrifugen wieder deaktiviert worden. Zerstört worden ist auch die Raketenbauanlage in Khojir im Gebirge, unterirdische Bunker mit Betonwänden von 10 oder 20 Meter Dicke. Die israelische Luftwaffe hat als einzige außeramerikanische Armee diese berühmten Bunker-Buster-Bombs der amerikanischen Rüstungsindustrie bekommen, die bereits im Irakkrieg eingesetzt worden sind und imstande sind, solche Bunker zu zerstören. Man kann also auch unterirdische Anlagen, wie der Iran sie baut, um seine Raketenproduktion unterirdisch in der Hoffnung auf sicheres Gedeihen. Man kann also auch das aus der Luft inzwischen zerstören. Zerstört worden sind auch die Vorräte an angereicherten Plutonium und was weiß ich, also ich bin jetzt kein Spezialist, worum es sich im Einzelnen handelt, im Hafen von Bushehr. Der Hafen von Bushehr ist ohnehin eine große strategische Schwäche des Iran. Der Iran hat keine ausgebildete Infrastruktur und ist von daher leicht zu blockieren, indem man die wenigen Städte, an denen sich etwas abspielt, zerstört. Bushehr ist der Hafen, über den sich der gesamte Ölhandel vollzieht, aber dort wurden eben auch
radioaktive Stoffe und so weiter in Schiffen gelagert. 7 dieser Schiffe wurden eine einzige Nacht durch einen wahrscheinlich Luftangriff zerstört. Dazu kommt, dass das Regime im Iran so verhasst ist, dass tausende Iraner freiwillig sich zur Verfügung stellen als Mitarbeiter bei solchen Aktionen. Also die israelischen Geheimdienste haben hier viele Helfer, die dann oft in diesen Einrichtungen selbst arbeiten. Der frühere, Ihnen sicher noch erinnerliche iranische Präsident Ahmadinejad hat kürzlich sogar behauptet, der stellvertretende iranische Geheimdienstchef sei ein Mossad-Kollaborateur. Ich halte das für etwas übertrieben, aber man kann davon ausgehen, dass sehr viele Menschen im Iran für die israelischen Dienste arbeiten. Das Regime ist auch so geschwächt, dass es seine Grenzen nicht mehr sichern kann. Darüber haben schon vor 2 oder 3 Jahren ausländische Medien auch berichtet, die Financial Times und die BBC, dass die Nordgrenze, besonders dort, wo die Völker, die Baloch und die Azari, also die Aserbaidschaner, wie sie auf der anderen Seite genannt werden, leben, das aserbaidschanische Volk ist durch die Grenze sozusagen geteilt, ein großer Teil liegt im Norden des Iran. Diese Grenzen sind quasi offen für die israelischen, für israelische Aktionen. Daher ist auch Aserbaidschan so wichtig für Israel als strategische Position. Man hat also in diesem Corona-Jahr sehr viel zerstört, Iran sehr zurückgeworfen. Das Atomprogramm erstmal auf mehrere Jahre wieder unschädlich gemacht. Die schlechte Nachricht ist leider, dass sich nun eine andere Großmacht in der Region einmischt und dort ihre Interessen wahrnimmt, und das ist China. China hat in dieses korrupte bereits bankrotte iranische Regime übernommen, wie sie das gerne tun mit Geld. Der chinesische Imperialismus arbeitet auf diese Weise, also sie scheuen bewaffnete Konflikte und offenes Eintreten, sie kaufen auf, wie sie das ja übrigens hier auch in Deutschland erleben, wo zunehmend Teile der Wirtschaft von China gekauft werden. Sehen Sie sich mal die Aktienverhältnisse der großen deutschen Konzerne an, dann können Sie einen Schreck bekommen über die Konsequenz, mit der China vorgeht. China hat ein großes geostrategisches Programm, das auf Deutsch etwas romantisierend Seidenstraßenprojekt oder so genannt wird. One Road, One Belt nennt man das Englisch. Das ist der Versuch, man kann sagen eine Handelsstraße, aber man kann auch sagen eine Einflusssphäre zu schaffen, die bis Europa geht. Bisher mussten sie das vor allem über den Umweg von Zentralasien, also Tadschikistan, Kasachstan und so weiter versuchen, wo sie große Investitionen vornehmen, wo sie diese früheren Sowjetrepubliken, die sehr arm sind, mit Geld an sich binden, auch zum Ärger Putins, der inzwischen seinerseits sich beunruhigt fühlt von der chinesischen Expansion im Nahen und Mittleren Osten und deshalb die israelischen Militäraktionen in Syrien beispielsweise ohne Störungen hat geschehen lassen. Also es gab hier tatsächlich zwischen Israel und den Russen eine ständige Kooperation, sodass die Russen zumal sich dann noch ihr Raketenabwehrsystem S-400 als unwirksam erwiesen hatte, davon abgesehen haben, irgendetwas zu unternehmen. Also sie haben das geschehen lassen, dass Syrien mit mehreren hundert Luftangriffen von der israelischen Luftwaffe heimgesucht wurde. Dieses chinesische Projekt hat dann noch einen zweiten Weg versucht über Afrika. Nun bietet sich aber die Möglichkeit an, direkt im Nahen Osten vorzugehen. Wenn Sie sich die Landkarte ansehen, dann hat man einen direkten Weg, wenn man sich des Iran bemächtigt, weiterzugehen über Irak,
wo es eine große schiitische Bevölkerungsgruppe gibt, wahrscheinlich die Mehrheit inzwischen, die dort von den Tatsachen schafft, Irak ist zunehmend unter iranischem Einfluss, also sprich unter chinesischem. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch Syrien und Libanon und dann ist man am Mittelmeer. Und das ist nun die strategische Aufgabe Israels zu verhindern, im Interesse der, auch der Vereinigten Staaten und auch Europas, dass China einen direkten Vorstoß mit seiner Einflusssphäre bis ans Mittelmeer erfolgreich vornehmen kann. Das wäre dann über Stellvertretergruppen iranische oder deren Proxys wie Hisbollah und so weiter. Das ist also der Krieg, den Israel führt im Augenblick, der sehr viel mehr Dimension hat, als was sich so auf den ersten Blick darbietet, dass es da mit Gaza-Schwierigkeiten gibt und so weiter. Alle diese Milizen, alle diese muslimischen Gruppen, die mit Israel im Krieg sind, sind inzwischen vom Iran und dahinter steht China bezahlt vor allem. Das ist das eigentlich beunruhigend, dass wir jetzt schon wissen, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen mit Gaza, beispielsweise mit der Hamas in Gaza, so bald kein Ende finden können, da immer wieder Geldmittel zur Verfügung stehen, dass man sich dort neu aufrüsten kann. Die Ägypter kooperieren zwar mit Israel und haben ihrerseits die Grenze abgeriegelt, sodass sie keine Raketen mehr einschmuggeln können, aber sie bauen dann in Gaza selbst welche und das Material wird auf allen möglichen Wegen herbeigeschafft. Vor allem ist Geld da und das ist die Situation, mit der wir jetzt im Nahen Osten leben müssen, dass diese Auseinandersetzung, dieser große innerislamische Krieg zwischen Schiiten und Sunniten, zwischen Iran und den sunnitisch-arabischen Staaten und der Krieg zwischen Iran und Israel, dass diese beiden Konflikte andauern werden und man wahrscheinlich versuchen muss, größere Eskalationen zu verhindern. Von daher finde ich auch die Versuche der neuen amerikanischen Administration, auf dem Verhandlungsweg etwas zu unternehmen, nicht falsch. Also man muss jetzt tatsächlich versuchen, Eskalation, eine direkte Konfrontation der Großmächte, die an die Zeit des Kalten Krieges erinnert, diesmal aber zwischen USA und China im Nahen Osten zu verhindern. So, das ist ungefähr die Lage, die ich Ihnen hier vorstelle. Ich denke nicht, dass Sie das so bisher gesehen haben und dass Sie über diese Dinge gut Bescheid wussten. Details kann ich Ihnen gerne in der Diskussion noch sagen. Ich wollte mich jetzt eigentlich auf einen kurzen Überblick beschränken und Ihnen die Möglichkeit geben, mir Fragen zu stellen, um Ihnen in etwa die Situation in Israel darzustellen, dass wir mit Corona schon längst fertig sind. Das wissen Sie ja, deswegen war es für mich hier heute wie eine Reise in die Vergangenheit, dass ich plötzlich im Zug von der Schaffnerin oder wie sagt man, von der Zugbegleiterin recht aggressiv aufgefordert, die Maske richtig korrekt aufzusetzen. Ich hatte sie ja irgendwie am Kinn. Also das sind Dinge, die wir längst hinter uns haben. Das waren relative Petitessen angesichts der Auseinandersetzung, die sich in den letzten anderthalb Jahren tatsächlich im Nahen Osten.